Wir sind die Zukunftsagentur Oat Innovation aus Berlin und wir haben uns auf Fahne geschrieben, Materialinnovationen zu scannen auf der Welt und davon abzuleiten, wie sich Produktwelten und Produkte generell verändern werden, also welche neuen Innovationen mit unterschiedlichen Materialien möglich sind. Beim Ressourcenverbrauch sind wir eigentlich drüber und das schon seit Ende der 70er Jahre. Mit drüber meine ich, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns in der Lage ist zu geben. Und da waren jetzt die aktuellen Zahlen um die 170% und Tendenz immer noch steigend. Also in der Ausstellung haben wir etwa 45 bis 50 Exponate mit unterschiedlichen Materialien, die Alternativen aufzeigen für verschiedene Produktbereiche. Ja, die Circular Economy ist eigentlich der große Wunsch, den wir alle haben, im Kreislauf zu leben, Dinge zu gebrauchen, nichts zu hinterlassen und eins mit der Erde zu sein. Am Ende ist es so, man leiht sich ja die Ressourcen und verbraucht sie nicht einfach nur. Und darum geht es in der Ausstellung, dass man ja, den Besucher auch schon an die Hand nimmt und zeigt, es gibt Materialien, die dem schon recht nahe kommen, indem das zum Beispiel nicht Metalle sind, die da verwendet werden, sondern ja, ein Straßenschild zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Reststoffe findet man überall in der Stadt. In so einer Orangenschale stecken ja, interessante Dinge, zum Beispiel Pektin, also ein Biopolymer, was ja dann auch die Schale zusammenhält. Und was diese Schale zusammenhält, kann ja auch ein anderes Material zusammenhalten. Zum Beispiel kann man daraus ein lederähnliches Material machen. Wir werden in der Ausstellung ganz unterschiedliche Materialien sehen. Da geht es zum einen um zum Beispiel Verpackungen, die auf andere Art und Weise erzeugt werden als bisher, ne, weil sie Materialien verwenden, die rückführbar sind in die Natur. Dann haben wir eine ganze Menge textiler Innovationen. Da geht es eigentlich auch um kunststofffreie Lösungen für Stoffe, aber auch für zum Beispiel Lederalternativen zu finden. Mikroplastik ist ein entscheidendes Thema natürlich für alle. Wir wissen um die Konsequenzen. Es ist überall zu finden und da sind viele Unternehmen auch auf der Suche nach Alternativen. Die finden sie in ja, nachwachsenden Ressourcen, oft so zellulosenahe Materialien. Wenn wir es wirklich schaffen, unsere Materialwelten umzustellen, wirklich in ökologisch verträglichen, am Ende auch sozial verträglichen Strukturen zu denken, hat das natürlich einen enormen Impact. Jetzt vielleicht nicht für unsere Generation, aber für die folgende Generation, weil es hängt ja alles zusammen.